Vor E-Demokratie und der demokratischen Institution Erlacherhof wechseln wir jetzt in ein neues Setting. Ihr seht, ich stehe in einem professionellen Studio, und zwar in dem von Newsroom Communication AG am Eigerplatz. Newsrooms, die sind in aller Mund. Newsrooms, die kommen ja ursprünglich aus dem Journalismus, aber mittlerweile haben sich die auch in grossen Firmen etabliert. Es ist eine einfache Art zu kommunizieren, es ist eine einfache Art, kanalübergreifend die richtige Message zu verteilen. Aber Newsrooms, die kommen eben ursprünglich aus dem Journalismus. Und um den Journalismus soll es jetzt als nächstes auch gehen. Wir wechseln vom Eigerplatz nämlich ins Liebefeld-Quartier. Und dort ist innerhalb von wenigen Jahren, drei zum genau sein, ein Medium entstanden, das mithalten kann mit den Grossen in der Schweiz. Ich rede natürlich von Nau.ch, einem Berner Medium, das vor 3 Jahren gegründet wurde und mittlerweile definitiv zu den grossen Player gehört in der Schweiz. Ich gebe weiter ins Liebefeld zum Yves Kilchenmann. Yves Kilchenmann, die Erfolgsgeschichte von Nau.ch, die fährt in Bern an und genauer gesagt sogar in Marzilibähnli. Wie war das? Ja, das ist natürlich absolut korrekt. Wir sind ja auch ein Berner Unternehmen, also mit dem Hauptsitz im Liebefeld, in Königshussen. Die Marzilibahn ist eine lustige Geschichte, weil es ist darum ging, dass wir mit digitalen Kommunikationsformen, vor allem primär initial den öffentlichen Verkehr bereichern. Und dann hat man natürlich einen Standort gebraucht oder einen Partner, der das mit uns auch effektiv mal testen will. Jetzt der öffentliche Verkehr ist natürlich eher so ein bisschen zurückhaltend, was Testen anbelangt. Aber die Marzilibahn ist da sehr offensiv mit uns gewesen. Und wie man es kennt, von Marzili unten zum Bundeshaus rauf, ist das ideale Standort gewesen, wo man hat unser Fahrgastkommunikationssystem können testen konnte. Es hatte keinen Strom, es hatte nichts. Es war der best case gewesen für den Proof of Concept. Aus dem Ganzen ist Passenger TV, respektive Digital-out-of-Home geworden. Wie ist das entstanden? Ja, Digital-out-of-Home ist unterdessen ein grosses Schlagwort, wo man in der Werbebranche darüber redet. Es geht eigentlich grundsätzlich um die Digitalisierung der Außenwerbung auf gut Deutsch, wo wir absolut einen wichtigen Player hier spielen auf dem Markt Schweiz. Dass wir da drinnen mitmischen, ist einerseits wie logisch, weil der öffentliche Verkehr, der unser Startbein war, ist natürlich definitiv Außenwerbung. Also Außenwerbung ist überall dort, wo man nicht daheim ist. Also man ist sehr schnell mal in der Außenwerbung. Und auch unsere Folgeprodukte, die wir haben, darauf angesiedelt haben, sind eigentlich alle auf dem Arbeitsweg oder auf dem People on the Move, hat man immer gesagt. Oder? Sie waren immer dort angesiedelt, wo Leute etwas länger als 2-3 Minuten haben müssen warten oder haben müssen assistieren. Irgendwann ist Nau.ch dazugekommen. Wieso? Nau.ch ist sehr ein wichtiges Standbein in der ganzen Product Journey, weil die Bildschirme die sind als solches nicht wirklich werbewirksam, wenn da drauf entweder nur Werbung läuft oder Content drauf ist, der nicht wirklich im Zeitpunkt jetzt wichtig ist. Also das heisst, wenn ich einen Bildschirm habe, dann möchte ich dort News, Informationen vom Standort haben, die wirklich oder Mensch an diesem Standort interessiert und nicht zu Lausanne unten die Meldung von Zürich interessiert nicht. Und dort drin ist natürlich Nau.ch ins Spiel gekommen, das mit einer sehr grossen Fülle, primär über den Schweizer Markt, national wie aber auch regional, lokal, aber tagtäglich berichtet und durch das eigentlich einen grossprozentigen Anteil vom Content von all diesen Screens ausmacht. Wie gross ist deine Nau.ch-Redaktion? Die Redaktion als solches selbst ist natürlich alles ein bisschen fließend im Übergang, dass man das anzetteln will. Aber ich würde es mal über den Daumen schätzen, dass wir zwischen 40 bis 60 Leute sind. Das sind nicht alles 100% Pensen, aber es ist durchaus eine ernstnehmende Redaktion, weil wir ja eigentlich auch mit der eigenen Online-Plattform unterdessen so in der Top mitspielen, was die Medienplattform ist, also in der Deutschschweiz anbelangt. Nau.ch bezeichnet sich als Ausbildungsbetrieb. Wie äußert sich das? Wir haben vielleicht einen anderen Approach als ein klassisches Medienhaus. Und wir glauben eigentlich an die Kürze, an die Geschwindigkeit, an das Digitale. Und da haben wir einfach gemerkt, dass wir im Best Case den Leuten das selber mit auf den Weg geben, was wir uns darunter vorstellen. Das heisst auch, dass wir eben eine eigene Ausbildungsacademy, wo wir extrem stolz drauf sind, wo wir Leute bei uns aufnehmen, wo das bei uns anfangen zu lernen. Da geht es nicht nur um Text, da geht es natürlich auch um Bewegtbild, alles das. Es ist echt die ganze Vielfalt von Multimedia heutzutage. Und da sind wir absolut Leaders. Wir schauen uns als Digital-Pioniere diesbezüglich auch. Wir sind mehr stolz, dass wir sehr viele Leute dort können mit auf den Weg mitnehmen können. Wie viele Personen erreicht denn Nau.ch, einerseits online, andererseits auf den Screens? Ja, das ist immer so eine schwierige Frage. Oder? Da gibt es Diskussionen über Netto-Reichweite, Brutto-Reichweite, wie viel sind das jetzt effektiv?
klar ist, dass Nau.ch mit dem Content zu 100% in der Deutschschweiz aktiv ist und das eigentlich in der Aussenwerbung ist es ein 2,5-millioniges Publikum, das jeden Tag mit den Screens in Berührung kommt. Was das jetzt für ein Kontakt ist, das wollen wir jetzt nicht detailliert abbrechen. Online haben wir klar Netmetrics, wo ja uns da schön brav die Unique Clients zählt, wo natürlich auch nicht unbedingt alles Personen dahinter sind. Aber auch dort sind wir irgendwo um die 3 Millionen, die man da im Monat erreicht, was das abgebrochen heisst, auf einen Tag. Das ist immer ein bisschen schwankend. Aber ich würde mal sagen, so zwischen 200.000 und 500.000 am Tag hat man dann nochmal online. Schlagwort SEO. Welche Rolle spielt das? SEO ist natürlich ein riesen Begriff bei uns, weil wir ja digitale Menschen sind. Für uns war ganz klar, man muss den Leser und Leserinnen in den Fokus stellen, was die eigentlich genau machen, wie konsumiert der Schweizer oder die Schweizerin heute. Da ist natürlich eine Suchmaschine heute ein zentrales Element und dass man in diesem Zusammenhang muss schauen muss, wie das die Leute einen finden, finde ich, ist eigentlich glasklar. SEO ist eins vom Marketing, das Nau.ch betreibt. Covid-19 hat die Schweizer Wirtschaft ja ein bisschen weiter erschüttert. Ist das für Nau.ch Fluch oder Segen? Für Nau.ch hat es Fluch und Segen. Auf der einen Seite verdienen wir ja eigentlich auch im Content, den wir für die Bildschirme produzieren. Dann ist es eigentlich für uns auch ein Vorteil, wenn es dann auch gut geht. Insofern ist das ein Fluch, weil die Bildschirme sind primär draußen waren. Die Leute waren im Lockdown eher daheim. Das heisst, die Bildschirme haben eigentlich nicht mehr viel Reichweite erzielt während den paar Wochen, wo wir im Lockdown waren. Dadurch hat man einen ziemlich grossen Ausfall, was den finanziellen Sachschaden anbelangt. Sagen auf der anderen Seite, weil wir eben eigentlich haben bewiesen, dass Nau.ch ein ganz starkes Informationsmedium ist. Sehr viele Schweizer und Schweizerinnen haben sich auf Nau.ch die Informationen zum Coronavirus geholt. Es hat Tage gegeben, während des Bundesrats-PKs, wo wir über 1 Million Users auf der Seite hatten, wo man gesagt hat, okay, wir machen es richtig. Und das war dann eher der Segen, wo man gesagt hat, okay, die haben es lernen kennen, die finden uns unterdessen cool und nutzen uns tagtäglich. 13 Jahre Livesystems, wo führt der Weg noch her? Ja, wir sind ganz klar ein digitales Unternehmen. Wir haben natürlich Marketing im Background. Wir machen Kommunikation auch für unsere Kunden, was Werbeanteile anbelangt. Ich glaube, es ist schwierig zu sagen, wo der Weg genau angeht. Aber schlussendlich geht es um Menschen zu erreichen, um Menschen zu berühren. Sei das in einem Dialog mit einer Geschichte oder eben mit einer Werbewirkung. Ich glaube, dort liegt definitiv unsere Zukunft, online und offline, aber wird immer wie näher zueinander gehen. Und wir machen das auf die digitale Art und durch das glauben wir auch erfolgreich zu sein. Good luck. Merci vielmals. Leute berühren, das war also das Ziel bei der Gründung vor 3 Jahren. Und mittlerweile kann man glaub sagen, das ist Nau.ch definitiv gelungen mit ihrem unglaublichen Reach. Das kommt an und das berührt. Jetzt wechseln wir zum Tourismus. Ein Thema, das natürlich im Moment sehr aktuell ist im Rahmen der Corona-Pandemie. Die Leute reisen weniger, dürfen zum Teil auch nicht reisen. Wie geht man mit diesen grossen Challenges um? Miriam, die hat eine illustre Runde bei sich, um genau das Thema zu diskutieren. Miriam, du darfst übernehmen.